Na Leute, ratet mal, was heute ansteht. Ganz genau. Oh fuck, jetzt geht's los. Hui, 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 hui. Na meine Freunde vom halb geschmolzenen Amaretto-Eis, heute gibt's mal den KV1B, also wieder meine OP-Kiste. Oh yeah. Den gab's ja in diesem Event hier über den Monat verteilt zu erspielen, wenn man diese ganze Zeit diese scheiß Mission für die Kriegsanleihen gemacht hat. Und das jeden verdammten Tag. Ich habe gehört, Leute sind dabei gestorben. Also es soll wirklich Todesfälle gegeben haben beim Versuch, diese komischen Missionen da zu machen. Hotax zum Beispiel, der ist kurz vorm Kollabieren und hat ihn immer noch nicht. Aber gut. Zurück zum Panzer selbst, ne? Also Atombombenmuni, HE und Schrapnellgeschosse. Wobei ich eigentlich nur die HE, die Atombombenmuni benutze. Die HE gar nicht und die Schrapnells eigentlich auch gar nicht. Die Schrapnellgeschosse sind aber zum Beispiel gut gegen den Kollegen hier vor mir. Das wirkt nämlich wie eine Schrotflinte auf den Kollegen hier, ne? Ja, genau dich meine ich, du scheiß 8-8er Hundesohn. Ich hasse diese Dinger. Das sind einfach die größten Drecksautos aller Zeiten. Die Teile kriegt man einfach nicht kaputt, egal was man macht. Und naja, gut. Sollte ich vielleicht mal selber spielen. Scheint ja OP zu sein, ha. Aber jetzt erstmal mit dem KV hier alles wegklären. Hoffe ich jedenfalls. Mal schauen, wie gut das Teil wirklich ist. Wird sich jetzt zeigen. Na, Stuggi, darf ich... Entweder du lässt mich durch oder... Oder wir kommen hier auf keinen gemeinsamen... Genau die Dinger, da meine ich. Ach du Scheiße. Ich treffe immer den Kraftstofftank, aber es interessiert sie halt nicht. Sie gehen einfach nicht hoch. Ey, M3. Geht doch. Ach du Scheiße. Ich habe so Angst vor dem Ding. Los, Stuggi, töte es. Ja, jetzt hat Stuggi die Arbeit gemacht. So, dann schauen wir nochmal. Da ist er. LOL, als ob! Was ist denn los? Ich hasse diese Dinger! So Leute, bevor ich hier nochmal wegen den 8-8ern ausrast, nehme ich mal lieber Hotax mit dem Calliope mit. Denn das Ding ist der natürliche Feind der 8-8er Autos. Stimmt's? Ja, so kann man das sagen. Ich bin gegen den Stein gefahren. Super. Ja, du schaffst das schon. So. Und diesmal auf einer Wintermap. Das ist für den KV-1B wahrscheinlich ein bisschen besser, weil der ist ja aus Finnland oder so ähnlich. Oder hat was mit Finnland zu tun. Da liegt wahrscheinlich auch Schnee und die Map heißt Finnland. Also wenn ich hier verliere, dann stimmt irgendwas nicht. Hm. Wer aus Finnland kommt, der ist auch in Finnland OP. Ganz genau. Wer aus Finnland kommt, wurde aus Finnland geboren. Ja. 1:1, was er gesagt hat. Ja. So, wie viele 8-8er Autos im Gegnerteam? 2? 2. Das finde ich super. Schau mal den Namen von dem einen Typen an, der eins hat. Nils. Abelsk. Junkervolk. Junge Nils, Alter. N. Hills. Und wer ist Junkervolk? Keine Ahnung, aber das ist die behindertste Schreibweise aller Zeiten. Nils. Also, Herr Stuggi, Meister Stuxen. Da stuckt der Bär. Stuckissimo. Jo, da kommt noch ein Stuggi außen, nichts gezimmert. Und ein Panzer 4 auch noch. Ja, super. Hier geht der richtig die Lutz. Oh, ich kann den abschießen von hier. Ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung, weil ich habe hier echt Probleme gerade. Oh Gott, da ist die 8-8er Flak. Mach sie bloß tot. Ich bin noch nicht in Reichweite. Ich bin noch nicht in... Ja, wo bist du dann? In Demokratie-Reichweite? Keine Ahnung, was habe ich gerade gesagt? Du lebst noch? Achso, ja, du hast den Kill gemacht, okay. Was? Warum soll ich denn... Ignorier das. Ich habe nichts gedacht. Jetzt habe ich richtig einen Bock geschossen, was Intelligenz angeht. Meinst du, hast ein Bett geschossen? Ein Bett zerschossen. Bock gleich Bett, ganz Bett einfach. Zerschossen und einmal habe ich erst Bett zerschossen. Wie regelst das heißt du so? Regelst du alles weg, ja? Gut. Das heißt Bock.
Gut, dass ich Atombombenmuni habe. Die macht mir die Sache hier ziemlich leicht. Der Panzer 4 heult. Heult er? Ist er hinterm Stein oder was meinst du damit? Nee, der hat geheult. Der hat geheult, okay. Warte, warum hat er geheult? Weil ich ihn zernudelt habe. Ja, KV1, ich lass dich vorbei, aber nur weil ich heute so eine ausstrahlende Persönlichkeit habe oder so, keine Ahnung. Ich werde da jedenfalls, sonntags fahr da mal nicht weiter lang. Komm mal lieber mit hier durch die Nudel und dann schauen wir mal durch die Nudel und dann, das ist kein Auge, das ist eine Nudel. Nudelauge. Eine Nudelauge. Oh. Das war fast schon knapp. Nein, ich gehe nicht ins Flugzeug. Du gehst nicht ins Flugzeug. Wir haben hier eine Mission zu erfüllen und die Mission heißt B erobern. Da kann man sich Flugzeuge wie dich nicht auf der Straße sterben. Leisten. Wir werden dabei nicht sterben, wir sind Profis. Also ich bin noch... Hallo? Ich spiele Warzone seit 2 Wochen. Ach so, ja dann... Direkt getroffen. Oh. Ich komme allerdings nicht durch. Sekunde ja, mal, das war doch schon... Kalio hier mal vorbei. Wer hat denn hier... Die war schon am meisten. Okay, ich habe schon die Kugel mit meistem Durchschlag. Oh, und Churchill. Der ist nur ein MK3. Nee, es ist ein MK7. Ach du Scheiße, was ist denn? Warte, du hast den Richtschützen. Und auch alles andere, was ihm lieb und wichtig ist. So, jetzt kannst du mich als Deckung nehmen. Ja, ich muss jetzt erstmal nachfladen. Lad mal deine Hardkern und gib ihm Seitentreffer. Ich habe keine Hardkern. Du hast Hardkern. Nein. Jetzt sag mir nicht, du hast Hardkern nicht mitgenommen. Ich nehme sowas eigentlich. Die Hardkern sind die einzigen, die beim KV2 in der Seite durchkommen. Ich habe seinen Richtschützen, KV1. Wie bist du da durchgekommen? Da. Nein. Oh, ja, genau ich bin da. Durchgekommen. Okay, okay. Da kommt man durch. Ja, da schieße ich normalerweise nur mit der Hardkern da drauf. Da schießt irgendwas auf dich. Ja, hier schießt so heute so irgendwie alles auf mich, weil alle mögen mich heute. Oh, ein Panzer 4, ein Panzer 4. Wo? Oh, ja, da oben. Sekunde. Komm her, Panzer 4. Wir mögen dich alle. So, jetzt habe ich seinen Turm, aber nur seinen Richtschützen wieder nicht. Ein Turmtreffer und ich habe seinen Kraftstofftank. Das passt ihm auch lecker. Immer wieder. Turmtreffer und ich zünd ihn an, okay. Das war's mit ihm. Jetzt sag mir nicht, hier ist schon wieder Nacht 8 am Werk. Oh mein Gott, da ist Nacht 8 am Werk. Ah! Ja, da hinten Munitreffer und er brennt! Munilager. Mach ihn bloß tot, mach ihn bloß tot, mach ihn bloß tot. Ich hasse diese Dinger, beeil dich, sonst kommt das Flugzeug. Oh, die Bombe, die könnte echt. Oh, die Bombe, die hat mich. Das war echt knapp. Oh, das war. Neutralisiere ich mal schnell. Ich repariere und recover und gehe währenddessen ins Flugzeug. Oh Mann. Ich währenddessen ein wenig beschützen. Da kommt vor allem ein T-34. Diesen T-34s, die mich da anballern. Aber nur auf meinen Dongel schießen. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz, wenn er nur da drauf schießt, weil das macht mir das Beschützen ein bisschen leichter. Okay, hab ihn. Oh, jetzt schnell cappen und du schau mal, ob du die bei C rausgeballert bekommst mit dem Flugzeug. Die Selbstballerfette. Irgendwas bei C, da kommt nämlich eine ganze Armada. Oh, da ist Schnudi. Oh, da ist Schnudi. Ja, das ist auch meine Reaktion da drauf. Du hast nichts getötet, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ein paar kritische Treffer. Das ist gar nicht so leicht mit diesen komischen nicht-deutschen Flugzeugen. Mit diesen komischen... Die sind nämlich so unwendig, dass du in den meisten Fällen nicht mehr hochziehen kannst, weil du zu tief fliegen musst, um überhaupt irgendwie präzise zu sein. Okay, dann zurück zu C. Ich habe wieder 5 Crewmember. Ich bin der König der Welt. Finde ich gesund. Hey, fuck. Steins. Ich dachte schon, da ist jetzt ein T-34 oder so und du machst mir hier Angst wegen dem Stein. Hier ist jetzt irgendwo ein Jagdpanzer gleich um die Ecke. Wahrscheinlich ein Stuck oder so ein Scheiß. Ein kleines Stuck Scheiße, wo ist er? Den abgeprallt, also dann ich geh mal Feierabend machen. Den M10, hab ich gemeint, den hab ich gemeint. Das war's, der Bund ist nicht schützen. Ich komme immer auf 5 und dann ist die Map offen. Scheiße. Guter Anfang, jetzt nur noch den M10 irgendwie tot bekommen. Mach ihn. Kann man denn so oft auf den M10 abkrallen, Alter? Marder ist auch weg.
Jetzt fehlt nur noch der M10 hier. Komm, wir clearen das. Ja, von hinten. Ich gebe dem M10 hier eine Armada an Schüssen drauf und das Ding stirbt einfach nicht. Wo kommt der denn auf einmal her? Pipper Flinken. Oh. Ja. Oh Mann. Also, dass wir das überlebt haben, grenzt fast schon an ein Wunder. Also ich find's echt geil. Jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, aufteilen. Einer zu B, einer zu C. Nee, ich fahr auf B und du fährst auf C, das passiert. Das ist ja nicht aufteilen, das ist. Okay. Ich fahre da mal schön vorsichtig vor hier, nicht dass ich schon wieder. Also ich hoffe, ich hab ihn. Nicht, dass ich hier schon wieder irgendwie geknattert werd. Fuck. Da war ein Stein. Ich glaube, wir verlieren das so wenig Kills, wie wir bis jetzt gemacht haben, Alter. Ja. Beide gerade mal 9 Kills und noch nicht gestorben. Ja, ich glaube, das verlieren wir noch. Alter, ich habe eine KI-OP. Normalerweise müsste ich da 45 Kills machen und zwar ohne Probleme. Ja, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, wir verlieren das blöderweise. Jetzt wird. Nee, okay. Ich dachte schon, die nehmen A ein. So weit kommt's ja wohl noch. Stimmen wir dann zur Gegnerbasis und treffen uns wieder, oder? Ja. Guter Plan. Sehr guter Plan. Oder auch nicht. Aber immer noch besser als kein Plan. Du überlebst es da aber schon gegen den, was auch immer da ist, ja? Was ist denn da überhaupt? Ein T-34 STZ. Ich hab's markiert. Pass also auf. Warte, du willst mir sagen, du siehst ihn nicht, aber ich schon? Ja. Ich bin hinter einem riesigen Berg. Wie kann ich ihn früher sehen als du? Ich weiß es nicht. Ich habe nur noch 2 Crewmember. Okay, das erklärt dann natürlich die Sache, weil mein Kommandant hat eine Kommandantenaura und ein magisches Magnetfeld. Der spürt sofort, wenn da irgendwas los ist. Das ist ein Finne. Für den ist das zu Hause. Der hört das. Der hört das. Der weiß, was los ist. Ganz genau. Der hört das. Der Motorschall wird an den Steinklippen abgesondert. Keine Ahnung. Ja, genau. Genau so geht das und deshalb kann der Kommandant alles hören. Wiedergespiegelt, das Wort habe ich gesucht. Ja, das ist eine frühe Version vom Sonar oder so. Okay, also ich habe jetzt keine Hauptgun-Muni mehr. Die brauchst du wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel Muni dabei, also insgesamt von den Raketen her gesehen. Ja, die brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, ich bin eine Kalli. Allein meine Aura tötet schon 5 Gegner. Ganz genau. Ich glaube aber, wir haben schon alles erledigt. Naja, es lebt ja auch nicht mehr viel. Die meisten haben schon 3 Leute verloren und da hinten sind noch 2, 3 in Richtung A. Aber ich bin eigentlich so der Überzeugung, dass nur noch höchstens 1 oder 2 Spieler überhaupt spawnen können. Gut, dann machen wir das mal schnell mit dem Flugzeug. Hauptsache, es knallt mich nicht schon wieder eine 8-8er. Die letzten 3 Spiele mit dem KV-1B hat mich irgendeine scheiß 8-8er in die Luft gejagt. Ich hasse diese Teile. Die sind schlimmer als Markus Lanz im Nachmittagsfernsehen. Junge, mit einem Wirbelwind ein fahrendes Objekt zu treffen, ist gar nicht so easy, wie man vielleicht denkt. Doch, es ist easy. Also, das ist der letzte, der noch nicht unter Beschuss ist. Das heißt, du gehörst jetzt mir. Ich habe noch 2 Raketen. Gut, das war's. Wir haben alles. Ich glaube, wir haben alles. Ne, da hinten ist noch ein Stucken. Ja, aber der ist unter Beschuss. Der sollte das nicht mehr lange machen. Da ist jemand wieder der Meinung, ich schieße so lange drauf, bis sein HP-Balken weg ist und merkt dann, der hat ja gar keinen HP-Balken. Ja, super, dann ich würde mal sagen, wir haben das richtig krass durchgefickt hier zu zweit. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu kämpfen, Milord. Ja, ganz meinerseits. Der Schallmeister, der... Oh mein Gott, nein! Der hat 8er gespawnt. Ganz genau. Hätte mich geknallt, dann wäre wirklich der, nee, also. Okay. Ja, das war der KV-1B. Der hat mal wieder gezeigt, was er drauf kann mit seiner finnischen Superschall
Technik und dann schaut auch mal bei Hotax vorbei, der macht neuerdings auch Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Thank you.